Die Disziplin, die man im Ramadan erlangt, ist verblüffend. Es gibt einige Dinge, die haram sind und die wir nicht essen dürfen. Aber im Ramadan essen wir den ganzen Tag auch keine erlaubten Dinge. Wasser ist an sich erlaubt, aber im Ramadan trinken wir von morgens bis abends kein Wasser. Warum? Um Allahs Willen. Aber wenn ich es schaffe, einen Monat lang auf das Erlaubte zu verzichten, fällt es mir bestimmt nicht schwer, den Rest des Jahres auf die verbotenen Dinge zu verzichten. Ich habe kein Wasser getrunken. Ich hatte keinen Verkehr mit meinem Ehepartner, was 11 Monate im Jahr erlaubt ist. Aber im Ramadan ist es tagsüber verboten. Wir müssen uns beherrschen und Disziplin haben. Darum geht es im Ramadan, sich zu beherrschen. Einen Monat lang habe ich mich vom Erlaubten ferngehalten. Es fällt mir leicht, den Rest des Jahres auf das Verbotene zu verzichten und das Erlaubte vorzuziehen. Es ist wie eine Art Katapult. Wie funktioniert ein Katapult? Man legt einen Stein hinein und spannt es ein wenig. Wenn man loslässt, fliegt der Stein um ein Vielfaches. Genauso verhält es sich im Ramadan. Man hält sich im Ramadan ein wenig zurück. Und wenn man wieder loslässt, hilft das über die restlichen 11 Monate hinweg. Wenn der Stein wieder landet, bist du im nächsten Ramadan. Das ist die Spiritualität des Ramadan. Dieser Extraschub, den man erhält, diese immense Energie, die man im Ramadan tankt, lässt uns durch das ganze Jahr segeln. Und wenn wir den Wind aus den Segeln verlieren, kommt der nächste Ramadan und fängt uns wieder auf.